Ja, mein Name ist Axel Bolsch. Ich bin Sportlehrer von Beruf und bin seit 1972 bis 2013 ununterbrochen an den Stränden der Insel gewesen. Die meiste Zeit habe ich hier in Tiso am Strand verbracht. Das Schwimmlager ist ganz einfach ein Stück von meinem Leben. Das gehörte mir dazu und ich bin hier zig Jahre sehr, sehr gerne hingefahren. Hat viel Spaß gemacht. Es war auch eine große Verantwortung, die wir Schwimmlehrer hier haben. Aber Tiso brauchten wir eben, um die entsprechenden Schwimmstufen abzunehmen. Und für uns ist es auch ganz wichtig, die Kinder, die hier ein Seepferd, ein Bronze-, Silber- oder goldenes Abzeichen machen, die können schwimmen. Die können ganz einfach sicher schwimmen. Und wenn wir die entlassen hier, dann haben wir eigentlich für die Kinder so eine kleine Lebensversicherung geschaffen, muss ich sagen. Ganz toll. Ja, die 70er Jahre. Wie war es im Schwimmlager in Tiso? Die Kinder wohnten in Zelten. Sie hatten zum Teil Strohsäcke, auf denen man geschlafen hat. Dann kamen die ersten Matratzen, die eingeflogen wurden, sage ich mal. Die Zelte wurden dann mit diesen Matratzen belegt. Vier Kinder wohnten in einem Zelt. War sehr romantisch. Bei Regen nicht mehr so romantisch. Dann wurden aber Ende der 80er Jahre die ersten Bungalows gebaut. Die Bungalows wurden natürlich ganz super angenommen. Morgens bei 7 rum wurde geweckt, dann ging's zu DDR-Zeiten runter zum Strand. Die Mädels rechte Seite, Jungen linke Seite, Nackedei, alle rinn ins Wasser. Zähne wurden hier geputzt und dann ging's wieder hoch zum Frühstück. Ja, die Wende kam und das Schwimmlager bestand. Glücklicherweise besteht es heute noch, aber es stand auf der Kippe. Und die Ängste, die wir mal hatten nach der Wende, sie waren da, aber diese Hürde ist auch gemeistert worden und das Schwimmlager besteht und wird, ich sag mal, immer bestehen.